Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Heute gibt es ein kleines Opening, denn ich habe die ganzen Season Rewards freigespielt. Hier sehen wir sie. Wir bekommen einen Import, einen seltenen und einen sehr seltenen Drop. Das möchte ich heute gerne mit euch öffnen. Ich hoffe, ich habe etwas Gutes drin. Aber vorher denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren und vor allem unten in die Videobeschreibung schauen. Da ist mein Twitch-Account verlinkt. Und dann da gerne mal ein Follow da lassen und vor allem beim nächsten Livestream dann auch mal dabei sein. So, wir fangen an. Wir holen uns die Rewards. Wir holen uns unsere Belohnungen ab. Hier ist der seltene, da ist der sehr seltene und da ist der Import-Drop. So, ich würde sagen, wir machen das so. Wir sind ja noch auf dem Weg. Road to Champion in Rumble aktuell. Diamond 3 Liga 1. Wir öffnen dann was. Dann spielen wir ein Spiel Rumble. Dann öffnen wir wieder und so weiter. Und anfangen möchte ich natürlich mit dem Öffnen. Wir gehen in die Garage. Wir gehen zum Inventar. Und dann gehen wir hier oben hin und dann öffnen wir erstmal den seltenen. Da kann aber schon bis Import drin sein. Ah, ja komm, wir klicken hier Import an. Mal schauen, ob es uns Glück bringt. Und 3. Ach komm, ich drücke einfach. Komm schon, gib uns was Gutes. Sehr selten. Nicht das Schlechteste. Aber Punkte Matrix, ja, weiß ich nicht. Machen wir mal okay, weil gefällt mir nicht so. Aber wir können nachher, nach dem Spiel, passt mal auf, da gehen wir hier in die Garage, Eintausch. Wir können noch was eintauschen. Wir bekommen heute auf jeden Fall ein Schwarzmarkt-Item. Aber jetzt gehen wir erstmal Richtung Rumble. Es geht los. Erste Runde. Ah, der Kickoff war schon mal nicht ganz so pralle, aber... oh Gott, Hilfe, ich meine Fake, oh Gott. Ja, ich habe den Enterhaken. Ich verteidige mal. Mal mit dem Enterhaken, ah komm, nehme ich. Schön. Au, au, au. Nein, ich wurde weggetauscht. Ich wollte gerade das Tor machen. Habt ihr das gesehen? Ich habe auch den Pömpel. Come on. Komm. Nein, er hat den Boxhandschuh und... Schade. Ey, ich werde nur gebammt hier. So, jetzt habe ich ihm aber den Boost weggenommen. Die Spikes wurden gekauft. Kontakt vom Gegner. Ich habe ihn übertaktet. Da ist er drin. Wir führen 1-0. Let's go. Da, weil ich den übertaktet habe, konnte er nicht mehr verteidigen. Ja, natürlich. Ich hätte eigentlich eine Vorlage bekommen müssen, finde ich. Ja. Nicht ganz so prall der Kick. Oh Gott. Oh, der war gefährlich. Der war gefährlich. Oh, sprechen kann ich auch nicht. Okay. Ich tausche ihn. Schade. Ah, die Idee war gut. Die Idee war richtig gut. Wäre der Ball aufs Tor gegangen, wäre er in dem Moment reingegangen. Ich wollte schon einfrieren, aber einfrieren spare ich mir jetzt. Schönes Ding. Schade. Ich habe ihn nicht eingefroren. Ihr seht das. Er schießt aufs eigene Tor. Finde ich gut. Wir führen aber immer noch. Ich mache dieses Spiel hier gerade oder das Video sehr, sehr früh am Morgen. Ich bin also noch ein bisschen müde. Also verzeiht mir ein paar Fehler. Nee. Eingefroren. So einfach machen wir es den Gegnern dann doch nicht, ne? Wurde leider übertaktet. Naja, was heißt leider? Ich habe ja hier Geschwindigkeit jetzt.
Und oh Mann. Ochshandschuh. Das könnte was geben, das könnte was geben. Wenn ich ihn geschickt einsetze. Latte, nein. Das war ärgerlich. Das wäre das, ja, hätte das 2-0 sein müssen. Oh Gott. Ja, Spikes habe ich. Aber wie wir aus den letzten 20 Videos wissen, habe ich mit den Spikes immer irgendwie Pech. Entweder ich verliere sie. Oder ich fliege jetzt ins Tor damit. Jawohl. Yes. Da ist er. Da ist das Ding. Ach, guck mal, wie clean. Wie schön. Und wie er dann runterfällt, der Ball. Und vom Gegner noch mit dem Magneten ins Tor gezogen wird. Einfach schön. So, Dille. Ey! Mann, sind die gemein. Oh, sorry. Oh Gott, sorry. Ich habe den nicht gesehen. Geistige Verwirrtheit auf hohem Niveau. Ja, oh, der geht nicht an der Decke, der geht nicht an der Decke. Schön. Ah, diesmal hat er mich gebammt. Wir sind aber auch heute ein bisschen unsichtbar unterwegs, habe ich das Gefühl. Ah, der kommt schlecht, oder? Der fällt vor das Tor? Schade. Aber viel zu schnell wegen der Kraft, ne? Ich mache mal meinen Wirbelsturm an, weil einfach schnell verbrauchen, damit ich gleich eine richtige Kraft kriege. Ich hasse den Wirbelsturm. Da für dich vielleicht? Nee, das war schlecht. Obwohl! Nein, ja, ich habe ihn zerstört. Jawohl. Weg damit. Ich habe keinen Boost, Freunde. Weg damit. Noch ist alles gut. Mein Mate hat die Stacheln. Komm schon. Oh, 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 oh. Boxhandschuh. Und da ist er drin. Mit dem Boxhandschuh. Das 3-0. Ah, was ein schönes Spiel. 3-0. Noch 10 Sekunden. Kann ich mitleben. Und das Spiel ist zu Ende. Ich bin bester Spieler. Let's go. Und aufgestiegen. Liga 2. Also, es geht aufwärts. Es geht aufwärts. Wir können hier sogar noch was abholen. Nehmen wir uns mit. Hier können wir auch noch was abholen. Nehmen wir uns auch noch mit. Bekommen wir noch den Drachentöter in Lindgrün. Aber das soll nicht das Wichtige sein, denn wir gehen jetzt Inventar verwalten und öffnen den sehr seltenen Drop. Da kann bis zu exotisch drin sein. Come on, gib uns was Exotisches. Let's go. In 3, 2, 1 und komm, bitte, bitte gönn. Import, okay. Ein animierter Aufkleber für den Endo. Weiß ich nicht. Nee. Aber wir haben ja noch den. Komm. Und da kann dann bis Schwarzmarkt alles drin sein. Wir gehen jetzt in das zweite Spiel. Road to Champion in Rumble. Hier unten muss ich hin. Da und zacki. Los geht's. Komm schon. Weiter geht's. Nächste Runde. Ich hoffe auf den nächsten Sieg. Come on. Nimm ihn einer. Sehr schön. Und da ist er drin. Was für ein Schuss. Und schaut euch diesen Pass an. Habe ich perfekt abgelegt, oder? Nice. Geht schon gut los. Wer muss fahren? Ich. Okay. Oh, da war keiner, da war keiner. Leute. Naja, die wissen ja auch nicht, dass meine Kickoffs
eigentlich immer nach rechts gehen. Komm, bring ihn in die Mitte. Nein, ich wurde gebammt. Habt ihr das gesehen? Keiner hinten. Nein. Ausgleich. Oh, ich war kurz davor, das Tor zu machen. Dann werde ich gebammt. Ah, ist das ärgerlich. Naja, gut. Come on. Kann ich jedes Spiel so einfach laufen wie das gerade? Ich habe ihm seinen Boost weggenommen. Nimm du. Schön. Ich habe die Spikies. Die Spikies. Gerade habe ich ein Tor gemacht bei den Spikes. Wieder hoch. Ey, ich wurde mit dem... Ey! Nee. Ihn habe ich aber richtig genervt mit den Spikes. Wir führen. Wir führen. Habt ihr das gesehen? Da, er hatte nämlich auch die Spikes. Ich habe ihn abgedrängt da zweimal. Und dadurch konnte mein Mate dran. Richtig gut. Gutes Teamplay. Schön. Ja. 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 3-1. Wenn ich das auch noch gewinne hier, ich komme Champion immer näher. Ich brauche ja unbedingt die Champion-Belohnung. Ich habe die noch nicht geschafft in dieser Season. Keine Ahnung warum. Die letzten beiden Seasons hatte ich sie. Und in dieser Season ist es extrem schwierig. Oh Gott. Nein, nein, nein. Latte. Schön. Ich verteidige... Nee, ja, dann muss ich jetzt mit. Wow. Nee, falsches Tor. Falsches Tor, Mate. ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm, nochmal weg damit. Alter Schwede. Nochmal tauschen. Nein, der geht rein. Der geht nicht rein. Er hat den Pömpel. Ey, was für ein Durcheinander gerade hier. Unglaublich. Ich bumpe hier erstmal die ganzen Gegner so ein bisschen durch die Gegend. Den Ball noch getroffen, aber ich habe halt keinen Boost mehr. Oh, das war schlecht. Das war schlecht von mir. Überhastet. Nicht überlegt. Ganz, 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 ganz schlecht. Ja. Na, schade. Ey, hör doch mal auf mich. Ich wollte mich gerade vernünftig positionieren, damit ich den Ball gut treffen kann. Und dann sowas. Der geht nicht, ne? Oh Gott! Schön weg. Schön, 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 schön. So. Mein Einfrieren auch weggemacht. Ich hoffe auf eine gute Fähigkeit. Boxhandschuh oder Enterhaken. Oder wir machen das Tor. Ganz einfach. 4-1. Let's go. Weiter geht's. Ich bin auf dem richtigen Weg. Einer der Gegner ist schon AFK. Und sie geben auf. Haha, easy. Aber leider nicht nochmal aufgestiegen, aber gefestigt. Diamond 3 Liga 2 gefestigt und das ist gar nicht schlecht. Wir gehen wieder in die Garage. Wir gehen zum Inventar verwalten. Und zwar öffnen wir jetzt das Wichtigste. Oh, drückt mir die Daumen, komm. Ich mache auch hier den Schwarzmarkt-Drop, mache ich hier umrandet, so dass, ja... Die Chancen sind natürlich jetzt viel höher. Ist natürlich nur ein Spaß. Die Chancen sind nicht höher, egal was ihr hier anklickt. So. Und jetzt geht's hier los. In 3, 2, 1 und Import Drop. Gib mir Schwarzmarkt. Come on, bitte. Nein, Import. Und was ist es? Virtuelle Welle. Doch, geht doch weg, ey. Das ist doch Schrott.
Das war doch richtiger Schrott. Aber wir können hier, das war falsch, wir können hier noch was eintauschen. Wir können hier noch was eintauschen. Wir tauschen hier die Räder ein, das Endo-Ding, diese Räder, den Schrott. Und jetzt gucken wir, was wir bekommen. Jetzt bekommen wir nämlich ein exotisches Item. Ah, Pyros, aber in normal. Nicht so dolle, aber jetzt wird's interessant. Ara 51, Infinium, die Kalos, die Pulsus und die Pyros. Alter, die Reifen haben Namen, ne? Ey, geht mir weg. Akzeptieren. Jetzt gibt es Schwarzmarkt. Freunde, eine Torexplosion wäre schön. Aber so ein richtig schöner Aufkleber würde ich auch nehmen. Come on, in 3, 2, 1. Halt, stopp, ihr schreibt mir in die Kommentare, was gibt es? Was ziehe ich jetzt? So, und jetzt Opening Schwarzmarkt-Item. Feuergott. Ja, nee, nicht gut, nicht gut. Finde ich nicht, obwohl, weiß es nicht. Ich bin mir unschlüssig. Wir gehen mal zum Auto. Wir gehen am... Nee, das ist falsch. Da, am neuesten. Und da den Feuergott. Na, obwohl... Oh, ja, doch. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Nee, nehme ich so. Ist gut. Ist ein Schwarzmarkt-Item. Nehme ich mit. Sieht ein bisschen durcheinander aus. Aber vielleicht lenkt es ja die Gegner ab. So, Freunde, wir haben zwei Spiele gemacht. Wir haben zweimal gewonnen. Wir haben ein Schwarzmarkt-Item gezogen. Wir haben die Season Rewards geöffnet. Und jetzt gehen wir stark auf die nächste Season zu. Ich bin gespannt, was es in der nächsten Season gibt. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet. Vielleicht gibt es ja einen unter euch, der schon das Richtige vermutet. Wir werden es sehen. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.